Und dafür müssen wir erstmal die Tür dort hinten öffnen, wo die Krieger so aufgeregt vorne rumlaufen. Speichern. Es ist mal wieder dunkel. Aber dafür zünde ich jetzt nicht extra eine Fackel an. Das war mir jetzt zu blöd. So. Und ein langer Schacht. Da oben ist ein Gitter, wenn ich das richtig sehe. Ah, das ist schwer zu erkennen. Und das Wasser, in das wir wahrscheinlich gleich reinrutschen werden. Ja, dann machen wir das einfach mal. Ein langer, dunkler Gang. Lara? Danke. Ja, dort ist Licht. Dort ist Dunkelheit, sozusagen. Da ich weiß, was jetzt kommt und der Meinung bin, das ist jetzt eine der wenigen Stellen, wo wir nochmal die Harpune gebrauchen könnten, nehme ich die Harpune. Na. Ja, so, tot ist er. Was auch immer es war. Und Lara, Luft und so? Scheiße. Ach so, nee, das ist meine Lebensenergie, die so wenig anzeigt, weil der Fisch um mich gebissen hat. Ach, hier in der Mitte können wir doch schon mal Luft schnappen. Aber ich bin gerade ein bisschen, Entschuldigung. Irgendwie. So. Alles wird gut. Alles wird gut, liebe Lara. So. Weil der Fisch da hinten hat nämlich noch irgendwas bewacht. Ich weiß nicht mehr, was es war, weil ich es das letzte Mal nicht gemacht habe. Aber. Ach. gut, okay. Spannend. Ja, okay. Es gibt noch mal eine Stelle im Spiel, wo man auch noch mal mit Fischen zu tun hat. Aber dann kann man sie wirklich genauso gut und sehr bequem von Land aus erledigen. So, das gefällt mir doch hier schon wesentlich besser. Ganz, ganz viel Munition. Das finde ich gut. So, speichern. Nee. Ich dachte, ich hätte es schon gehört. Ja. Ratten. Und zwar in rauen Mengen. Ach so. Aber wirklich in rauen Mengen. Der absolute Albtraum für unsere Lara. Die kommt hier aus dem Schießen gar nicht mehr raus. Oh, Gott, 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 Gott. Und tatsächlich auch mal für meine Lebensenergie. Wie viel haben wir denn? 11 und 7. Na, dann nehmen wir einfach mal ein großes. Wir haben es ja. Wir gönnen uns es einfach mal. So, aber wir haben Schrotflintenmunition. Ja, ich glaube, mit der Schrotflinte auf die Ratten zu schießen, wäre ein wenig Overkill gewesen. Und noch mehr. Meine Güte. Okay. Noch irgendjemand ohne Rattengift im Fell. So, dann holen wir uns mal die Munition hier. Oh, da sind sogar noch mal Fackeln dabei. Wow. Okay. Und ein großes Medipack. Ja, eigentlich wäre das alles nicht nötig gewesen. Dann können wir ja jetzt demnächst wieder verschwenderisch mit der Schrotmini sein. Falsch. Ich wollte gerade sagen, das war doch nicht die einzige. Ich höre doch noch was. Voll das Rattennest hier. So, großes Medipack. Und dann haben wir da vorne noch ein kleines Medipack. Dann sind wir ja richtig gut ausgestattet. Wir waren ja vorher noch nicht gut ausgestattet.
Okay. Gut, keine Ratten mehr, alles aufgesammelt. Oder liegt hier in dem Gerippe noch was drin? Nee. Ja, diese Knochen haben wohl die Ratten benagt und haben sich deswegen hier sehr lange halten können. Okay. Dann ziehen wir den Block mal raus. Weil das ist mir sicherer, als ihn reinzuschieben und dann irgendwo festzustecken. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wieder hat die Kette die Position gewechselt. So, auf Fingerschnipsen und so. So, dann speichern wir nochmal. Wir haben das Rattennest überstanden. Und das hier, finde ich, das sieht jetzt aus wie so blauer Kristall. Also irgendwelche irgendwelche blau leuchtenden Erze. Das ist echt schlimm, ich weiß. Okay, was wird wohl hier wohl darunter sein? Okay, Stacheln. Nee, habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Okay. Mein Mitwohner geht gerade pfeifen durch den Flur. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, ist wirklich wie so eine richtige Edelsteingrotte, finde ich. Ja, wenn Lara jetzt hier ihr Hämmerchen dabei hätte, ihre Spitzhacke. Toll. Dann könnte sie da einfach ein paar Kristalle abschlagen und wäre schon wieder reich. Oder mit den Pistolen. Na, macht man. Also geht natürlich nicht. Denn wir sind ja nicht hinter Reichtümern her. Reichtümer hat die gute Frau ja genug. Könnte uns eigentlich mal was davon abgeben. Naja. Und es ist jetzt hier so eine Art Strickleiter oder Holzleiter. Na, Strickleiter wird es wahrscheinlich nicht sein, eher eine Holzleiter. Und Dunkelheit. Na, nicht ganz. Da guckt uns direkt mal ein Gesicht an. Aber das können wir verschieben. Ja, ich weiß nicht, ich finde diese Gesichter echt ganz schön unheimlich. Ich wollte gerade sagen, irgendwas war hier doch. Ob das auch so eine Art Kristall ist? Das Skelett gefällt mir nicht. Es gefällt mir alles nicht. Ich ahne was. So. Hier ist also nichts weiter. Hier ist nur aus irgendeinem Grund irgendein Podest. Aber was wir mal noch machen können, den nochmal zu verschieben. Tada! Das erste Geheimnis. Ja! Wir sind dem Bonuslevel wieder einen Schritt näher gekommen. So, aber von den Kisten, ja, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, alles probiert, die irgendwie zu verschieben. Da ist keine mehr verschiebbar. So, dann speichern wir wieder mal. Und dann lösen wir die Falle aus. Warum habe ich das jetzt so geahnt, dass ich das mal wieder irgendwie vermehre. Aha, ja, jetzt setzt natürlich der Sound wieder für mich ein. Nein! Wie blöd kann man sein? Wie blöd kann man sein? Also ich muss da einfach nur drauftreten, dann drehe ich mich um und dann laufe ich wieder zurück. Das kann ja nicht so schwer sein. Meine Güte. Aber geil, dass ich da erstmal noch irgendwie zögernd rumstehe. Oh. Gott. Das war doch eine der einfachsten Kugelfallen, die es überhaupt in Tomb Raider gibt. Und trotzdem. Ja. Ne? Kein Kommentar. So.
Jetzt haben wir die Fackeln wieder eingesammelt und die Kugel ist ausgelöst und... Okay. Gut, hier sind irgendwelche Abgründe. Wieder mit Stacheln drin. Ist jetzt eigentlich nicht so schwer, oder? Da jetzt nicht reinzufallen. Liebes Spiel, was hast du dir dabei gedacht? Auch Stacheln? Kann ja vielleicht auch irgendwo mal was anderes drin sein. Man weiß es nicht genau. So, wir haben es geschafft. Das glaube ich, das geht ja vom Anfang. Mit dem Schacht. Genau, wo wir dann da unten ins Wasser gerutscht sind. So. Ja, jetzt sind wir hier oben. Wo vorhin hier der Gang war. Und hier ist der Hebel. Und wir hören sie wieder keuchen. Und da drüben gibt es irgendwas Schönes. Ja, MG-Muni, die hole ich mir natürlich. Aber erstmal durch den Schalter. Die Tür geht auf. Überraschung. Naja, eigentlich nicht. So. Wollen wir da mal noch rüberspringen? Was war das denn? Oh Gott. Irgendwelche komischen Bugs. So, speichern. Ja, das haben wir schon mal geschafft. Ja, habt ihr das noch nicht mitgekriegt, dass ich manchmal nach jedem Sprung speichere? Weil jeden Sprung, den man einmal gemacht hat und danach speichert, aha, muss man nicht nochmal machen. So. Oh Gott, wie es im Hintergrund schon wieder 1000 Stimmen säuselt. Okay, dann sind wir jetzt wieder hier unten. Ich glaube, das Spiel laggt. Das kann doch nicht sein. Schade. Ach so, ja. Ich vergaß. Der Sound kommt ja immer, wenn man an den entsprechenden Punkt geht. Ach so, wir können auch mal... nee, sorry. Dich wollte ich. Ein weiteres Tor und ein Schalter. Da hinten ist irgendwas, da läuft einer lang. Ja, es sieht jetzt nicht aus wie ein Inuit-Krieger, ne? Wenn ihr das genau seht. Die halten irgendwelche Knarren in der Hand, genau. Ja, dann wollen wir doch mal beide Fronten mal wieder aufeinandertreffen lassen. Und uns schön im Hintergrund halten. So. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. So, jetzt lassen wir die mal eine Runde kämpfen. Mal gucken, was passiert. Ja, da hinten gibt's Pistolenfeuer. Und die scheinen immer noch nicht alle tot zu sein. Ja, doch, die drei walzen alles nieder. Okay. Macht mal. Finde ich gut. Spart Munition. Für mich. Boah, Uzi-Munition. Aha. Ach, schön. Ich mag es, wenn ihr so spendabel seid.